So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Liga der Legenden. Heute gibt es eine Runde Warwick Gameplay. Denn Warwick wurde jetzt endlich gepatcht und wir werden uns heute Warwick mal genauer anschauen. Warum wird hier Rejuvenation Beat vorgeschlagen? Ich habe keine Ahnung, wir nehmen auf jeden Fall mal den Pot mit. Ich habe mir Warwick noch gar nicht großartig angeguckt. Natürlich kenne ich die Fähigkeiten und weiß so ein bisschen, wie das funktioniert. Unsere Passive ist immer noch, wir verursachen Bonusschaden. Wenn wir unter 50% droppen, dann heilen wir uns mit dem Auto-Attack oder mit diesem Bonusschaden. Wenn wir unter 25% droppen, wird diese Heilung sogar verdreifacht. Also das ist mega nice. Ich denke, wir werden immer noch keine Probleme haben, durch den Jungle zu kommen. Unser Q ist Jaws of the Beast. Ist immer noch ein Lunge. Oder es ist immer noch unsere Main-Damage-Source, sag ich mal. Und es ist eigentlich ein relativ simpler Spell. Denn ihr habt einmal zwei Möglichkeiten. Erstmal könnt ihr den Gegner damit ganz normal hitten und Bonusschaden verursachen. Und ihr könnt den Spell gedrückt halten und dann könnt ihr euch hinter den Gegner porten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Kann ich euch gleich auf jeden Fall mal zeigen. Zu den anderen Fähigkeiten kommen wir dann gleich mal. Ist eigentlich relativ simpel. Warwick hat sich im Großen und Ganzen eigentlich nicht wirklich verändert. Er hat ein paar Verbesserungen bekommen und ist jetzt auch nicht mehr so simpel zu spielen. Alleine schon, weil die Ulti kein Click-and-Hit-Spell mehr ist, ne? So, ihr könntet also festhalten, seht ihr das? Und dann spawnt ihr hinter dem Gegner. Das ist ziemlich nice. Und ihr heilt euch natürlich auch immer noch, ne? So, dann nehmen wir mal den E mit. Zack. Der E ist nämlich jetzt eine Art 4 und gleichzeitig ein Damage Reduce. Das heißt, ihr bekommt für kurze Zeit weniger Schaden. Na, ihr seht schon, die komischen Raptors machen hier ordentlich Damage. Ihr bekommt weniger Damage und viert den Gegner. Ihr könnt die Fähigkeit auch vorher nochmal aktivieren und könnt quasi so die Gegner vorher wegvieren, was eigentlich nicht schlecht ist. Das kann man übrigens auch kombinieren mit der Ultimate. Das heißt, wenn ihr auf jemanden springt, während ihr euren E aktiviert habt, aktiviert sich automatisch der 4 und ihr viert automatisch alle Gegner, die rundherum sind. Ne? Und ihr kriegt natürlich weniger Damage, was eigentlich ziemlich cool ist. Ja, ihr seht ja, unser Sustain ist eigentlich immer noch ziemlich gut. Ist nur ein bisschen klarkommen, dass wir jetzt hier ein bisschen Mana-Probleme haben. Ich glaube, wir hätten wahrscheinlich mit dem Dings starten sollen. Mit dem Talisman. So, wir gucken mal. Unser W-Spell ist übrigens auch ziemlich cool. Oh, der Reaper stirbt. Oh mein Gott, der stirbt. Ah, das war nicht so cool. Das war gar nicht cool. Das ist übrigens die Pässe vom W-Spell, ne? Wenn ihr low seid, dann sieht Warwick automatisch, wo ihr euch befindet. Und kann dorthin rennen und kriegt auch Movement Speed dafür. Das ist ziemlich heftig. Seht ihr das? Der kriegt auch vor allen Dingen ziemlich viel Movement Speed. Also, das ist echt heftig. Da müsst ihr echt vorsichtig sein. Seht ihr das? Jetzt habe ich zum Beispiel den Trail auf der Sivir. Also das ist super tricky. Also ihr bekommt super viel Movement Speed, wenn ihr da hinrennt. Aber all gesehen echt mega der krasse Spell. Ich habe gerade mein Q ein bisschen gefailt, muss ich sagen. Denn ich hätte mich oben hinter die Minions porten können. Ihr müsst den Spell dann immer gedrückt halten, ne? Das ist ganz wichtig. Ah, der haut ab. Oh Gott. Pech, bin ich tot. Nee, ich bin nicht tot. Oh mein Gott, Alter, ist das heftig. Was ist das für ein Damage, die Q? Ja, die Q macht super viel Damage. Die macht halt On-Hit-Damage und gleichzeitig auch noch Prozentualschaden. Ne? Also, Warwick ist echt ein Biest. Der macht echt ordentlich Schaden. Kann man nicht anders sagen. Der W-Spell ist, glaube ich, so das Schlimmste. Ne? Die Passive davon, dass ihr einfach Movement-Speed bekommt.
Das ist, glaube ich, so das Heftigste an dem neuen Warwick. So, dass ihr einfach super viel Movement Speed bekommt und auch Attack Speed, ne? Das ist einfach mega heftig. Ihr bekommt halt auch Attack Speed, wenn ihr auf der Target draufhaut, wenn es low ist. Das ist halt mega krass. Oh, der hat meinen ganzen Jungle geklärt, der Bastard. Ich habe leider noch nicht Level 6 erreicht. Und natürlich der E-Spell, der ist auch super fancy, ne? So, wir maxen auf jeden Fall den Q ganz normal. Aber ihr seht schon, ne? Sustain-technisch ist das nicht mehr so krass wie vorher, ne? Also es ist immer noch krass, keine Frage, ihr kommt immer noch gut durch den Jungle, aber nicht mehr so heftig wie vorher, ne? Ah, das läuft noch nicht so geil. Ja, ich bin tot. Oder? Ne, bin ich nicht. Oh mein Gott, hab ich Glück. Hab ich ein Glück, Alter. Holy fuck. Also ihr seht schon, ne, die Range von dem Spell ist einfach unmenschlich heftig, oder? Unten ist einer low und ich kriege die ganze Zeit Movement Speed dafür. Das ist ultra krass, also das ist schon echt mega derbe. Guck mal, der gegnerische Warwick spielt sogar auf Tiamat. Also ich bin mal gespannt, ich habe noch gar nichts ausprobiert. Das Gute ist, dass die Ulti jetzt auch Hit-Effekte auslöst, so wie vorher. Und uns auch heilt, ne, für 100% des Damages, der gemacht wurde. Das heißt, auch von den Hit-Effekten, ne. Das heißt, der Prozentual-Damage von zum Beispiel einem Bloodraiser müsste eigentlich mit da reingehen. Und das ist eigentlich mega cool. Das ist echt eine mega komische Aura hier, ne. Dass die alle low sind, Alter, und wir dann überall Vision drauf bekommen oder Bloodsand. Ist schon mega krass irgendwie. Wiedersehen. Okay, nice. Huiuiuiui. Das war fucking nochmal close, Alter. Das war fucking nochmal richtig close. Okay. Aber ihr seht, ne, das ist so eine schöne, so ein schöner Opener, ne? Schön mit dem W-Spell kommt ihr einfach super schnell an die Leute ran. Und dann habt ihr den 4 plus Damage Reduce von eurem E-Spell. Das ist mega krass, also. Und gleich haben wir Infinite Duress, unsere Ulti. Die wird übrigens auch länger, je mehr Range, also je mehr Movement Speed wir haben, ne? Ein bisschen aufpassen. Midlane wird gerade ein bisschen gecrushed. Warwick Spot. Ich würde gerne den einfach abreißen, den Boy. Was seht ihr das? Nein! Ah, ich habe auch meine Ulti gefehlt. Also ihr seht schon. Das ist ein ziemlicher Unterschied, ne? Der gegnerische Warwick hat auch seine Ulti komplett gefailed. Ich mache einfach mal Folgendes. Ich gehe einfach mal auf Wildsand.
Wir werden einfach mal so richtig geil auf Attack Speed und auf Hit-Effekte spielen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das werden wir dann sehen. Aber wir werden es mal versuchen. Die Ulti von mir war halt übelst boosted. Das ist echt nicht gut gewesen. Also man muss schon den Gegner irgendwie treffen. Ansonsten wird dort nichts. Ja. Alter, unser Q macht halt super viel Damage, ey. Gerade im Jungle halt, ne? Kannst du bitte einfach sterben gehen? Okay. Zerrissen habe ich den, Alter. Zerrissen. Bin mal überlegen, was ich skille. Ich glaube, mein E-Spell macht nicht so viel Sinn gerade. Mal kurz den Dings machen. Den Drake. Okay. Ah, wir sollten den Drake machen. Ja. Fuck, ich hab kein Mana gehabt, ey. Fuck, ich hatte kein Mana! Ich hatte kein Mana! Aber meine Ulti war wieder richtig boosted, Alter. Schön in das Morgana-Schild reingekloppt, ey. Fitz Batman. Aber ohne Scheiß, ey, wenn wir jetzt unsere Ulti plus die drei Hit-Effekte haben, die wir bekommen. Holy shit, ey, das wird super sick. Oh Mann, Ahri. Die hat echt den Red Buff gestealt. Oh Gott. Ah, der ist tot oben, oder? Das ist schon echt krass, Alter. Du kannst halt gar nicht wegrennen vor Warwick, ne? Das ist halt so heftig. Der klatscht dich halt so weg. Und diese Blood Sands sind einfach mega krank, Alter. Die Active von unserem W-Spell ist übrigens super, super hohe Cooldown. Aber ihr seht ja schon, dass die schneller abläuft, wenn keiner Blood Sanded ist, ne? While no enemies are being hunted, Blood Hunt cooldown twice as fast. Das ist eigentlich nicht schlecht. Movement Speed, ne? Holy shit, ist das heftig. Na, die sehen mich. Gut. Machen wir mal kurz das Camp hier.
Das ist heftig. Also, so, es kommt einem gar nicht so krass vor, dass wir so viel Damage machen, aber dadurch, dass wir so prozentual Schaden machen, ist das halt einfach mega krank. Oh, die Ahri. Ah, wie sieht's aus? Der Warwick! Da hat man gut gesehen, dass die Warwick Ulti jetzt auf jeden Fall ein bisschen schwieriger ist, ne? Also ein bisschen schwieriger zu hitten. Er hat seine Ulti komplett daneben gehauen, ne? Seine Ulti war einfach komplett useless. Und der geht auch einen ganz anderen Item-Build als ich, also ist interessant. Aber ich finde mein Item-Build eigentlich an sich bis jetzt ganz gut. Wir müssen noch ein bisschen Leben bauen. Wir bauen jetzt noch eine Titanic Hydra into Deadman's Plate und dann rasieren wir die Boys weg. So, wir haben noch eine Ult. Okay. Wie viel Movement Speed kriegen wir? 40%. Tripled gegen Low Targets, Alter. What the fuck? What the fuck? Hab ich die nicht getroffen? The fuck? Hab ich die Sivir nicht getroffen? Jetzt mal ehrlich. Also ich war mir eigentlich relativ sicher, dass ich die Sivir gehittet habe. Holy shit. Das ist ja super lustig. Merkwürdig. Ja, also ihr seht schon, ne? Das ist die Ulti, die man vorher nie verfehlen konnte, kann man jetzt auf einmal verfehlen. Das ist echt sehr interessant. Und vor allen Dingen mit dem Itembild, den wir hier haben, sind wir ultra squishy, ne? Also wir müssen mega aufpassen, wir platzen halt weg wie nix, ne? Warte mal, ich geh mal lieber hoch. Gut ist halt, dass die Leute halt scared sind, as fuck, ne? Alter, das war schon wieder echt close. War schon wieder viel zu close. Die haben halt auch wieder ordentliche Spellblocks, ne, für mich. Das war ziemlich kacke ist, ne? Alter, komm schon. Alter, ist das heftig, Mann. Ey, das ist echt nicht so leicht, irgendwie trotzdem noch die Leute zu killen. Also ich merke schon, der Build, den ich gebaut habe, der ist echt squishy 9000, ne? Das ist das Problem. Wir machen zwar Damage, aber wir sind squishy as fuck, Alter. Also unsere Ulti macht schon tons of Damage, das ist not bad. Aber es bringt uns halt trotzdem nichts. Die haben halt super viel Spellblock, ne? Und unser Infinite Duress hält gar nicht so lange fest, ne? 1,5 Sekunden. Und vor allen Dingen kriegt der nur 3 Hit-Effekte, ne? Also 3 Hitmarker. Das ist gar nicht so viel, ne? Früher waren es, glaube ich, bei Warwick 5. Ne? Boah.
Aber der gegnerische Warwick hat auch kaum Items, ne? Also er hat ja nichts. Er hat ja wirklich nur Titanic Hydra, das war's, ne? Also ich würde behaupten, dass ich noch stärker bin als der. Der Kassadin von denen ist halt 9-1, ne? Da ist halt auch dann irgendwie egal, welche Held du spielst oder wie stark du bist. Ja, das ist echt interessant, ey. Ja, es ist echt nicht so leicht, sich an Tage draus zu picken, was man nehmen kann. Ja, wir kriegen ultra viele Attack-Speed, wenn wir auf Low-Targets draufhauen, ne? Das würde es eigentlich schon fast wieder worth machen, Dings zu spielen. Tanky zu spielen. Ja, ich gehe mal unten auf diese hier. I became a monster I always was. Okay. Anscheinend war die Sivir nicht mehr hier. Jetzt bleibt man. Gut, wir gehen mal back. Wir holen uns auch mal Dreierboots. Bufft ja gleichzeitig unsere Ulti, ne? Das können wir ja mal eben kurz testen. So, von so einem Kreis. Na gut, wir haben jetzt eben ein bisschen mehr Movement Speed. Also ihr seht schon, ne? Je mehr Movement Speed wir haben, desto mehr kriegen wir auch auf unsere Ulti drauf, ne? Das ist schon nicht schlecht. Okay. Also Damage mache ich auf jeden Fall. Das ist echt not bad. So, wenn wir, sobald wir unser Titanic Hydro haben, sind wir, glaube ich, echt super strong unterwegs. Wir müssen vor allen Dingen mal unsere Ulti kombinieren mit unserem E-Spell. Fuck it, Alter, ich bin viel zu weit reingegangen. Komm schon, Caitlyn, ja! Caitlyn! Ja! Ey, gut. So, wir holen uns hier Tiamat. Tiamat! RIP, Caitlyn. Schade. Schade, schade. Ja, mal gucken. Also, wenn wir uns Dings geholt haben, Titanic Hydra, dann Deadman's Plate und dann sind wir, glaube ich, echt gut tanky. Der gegnerische Warwick hat sogar Cinderhulk Titanic gebaut. Also, der geht sogar ganz tanky. Eventuell kann man mit Warwick auch Triforce bauen. Ne? Weil Triforce wird ja auch ausgelöst mit der Ulti. Das heißt, du machst mit dem ersten Hit übel viel Damage. Was ja eigentlich ganz lustig ist. Ne? Ne gute Idee. Du hast Cooldown Reduction, du hast Movement Speed, bist ein bisschen tanky. Auch der Q-Spell, den kannst du immer auf Cooldown reinkloppen, der macht super viel Damage. Kann man mit den Leaps auch über die Wände gehen? Das wäre halt mal interessant zu wissen. Alter, haben wir die gebürstet. Oh, fuck it, ich wollte ihn gerade damagen, Alter. Fuck it.
Oh mein Gott, Yasuo ist einfach so ein Bruch. So ein Bruchheld, Alter, der Champ ist so ein Bruch. Oh Mann, ey. Mega Volt. Aber man hat gesehen, ne, ich mach tons of damage. Also der gegnerische AD Carry, der ist echt Paper. Der platzt weg wie nix, ne? Und ich habe vor allen Dingen auch Sustain, also ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren mit Triforce und Spirit Visage. Ich glaube, das ist super nice. Ja, war ein bisschen dumm von mir, nochmal in den Yasuo reinzurennen, ne? Ich hätte das nicht machen sollen. Aber es ist mega ungewohnt, dass man jetzt so einen kleinen Leap hat irgendwie und der auch, naja, sagen wir mal so, der funktioniert halt echt komisch. Na? Okay, alles klar. Der macht mich anscheinend 2-Hit. Holy fuck, ey. Ich brauche unbedingt Armor. Ich brauche unbedingt Amore. Amore, Amore! Nicht unbedingt die klügste Entscheidung, für den scheiß Blue Buff zu gehen. Ja, nice. Ah, nicht unbedingt die klügste Entscheidung. Vor allem kann man ja den Titanic Hydra Proc auch anmachen, ne? Bevor man jumpt. Der Yasuo ist auf einer wichtigen Mission, Alter. Das ist wieder der klassische Yasuo-Spieler. 245 Farm, weißt du? Der ist auf einer richtigen Mission, der Boy. Guck mal, der hat auch wieder daneben gehauen, ne? Alter, das ist so heftig. Die Sivir macht einfach so viel Damage. Ich glaube, das ist einfach Käse, so zu bauen. Ich glaube, das ist einfach großer Käse, so zu bauen. Die Sivir macht einfach 1200 Damage an mir, weil ich einfach keine Rüstung habe. Aber ich glaube, man muss auf jeden Fall Rüstung bauen. Du darfst nicht so Paper bauen, glaube ich. Das ist Käse. Es ist schade, weil man ja eigentlich vermuten würde, dass man jetzt halt super viel machen kann mit diesen Hit-Effekten, ne? Ja, so ist einfach immer noch so ein komischer Champion, Alter. Das ist halt echt so dämlich. Du dasht einfach in jeden rein und fickst jeden Two-Hit, ey. Das ist so... Wahnsinn. Aber auch der Warwick, ne, hat man gerade gesehen, hat wieder die Ulti daneben gehauen, ne? Also man muss wirklich komplett treffen, ne? Ansonsten geht halt gar nichts. Ich kann da gar nichts machen. Ehrlich gesagt. Ich kann da gar nichts machen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, was war's für heute. Erstes Game mit Warwick. Zusammenzufassend. Was macht mein Warwick da? The fuck, was macht mein Warwick da? Okay. Zusammenzufassend, ja, der gegnerische Warwick hat seine Ultis auch sehr viele daneben gehauen. Ich habe, glaube ich, auch ein, zwei daneben gekloppt. Es ist nicht mehr so leicht wie vorher mit Warwick. Es ist sehr tricky. Der W-Spell ist ultra nice, weil ihr super viel Movement Speed bekommt und immer Vision über die Gegner. Das ist ultra krass. Ich denke mal, dass der Champion sehr viel Potenzial hat, aber ihr könnt ihn auf jeden Fall nicht On-Hit-Mark spielen. Ihr müsst auf jeden Fall Tanky bauen, weil ansonsten platzt ihr einfach weg wie sonst was. Ich glaube, durch das Bonus-Attack-Speed plus den Bonus-Schaden durch die Passive habt ihr genug Damage, auch wenn ihr Tanky baut. Und ja, ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen rumprobieren. Ich würde sagen, das war's für heute. Schreibt mir eure Meinung zum Warwick Rework in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.